Es war einmal eine kalte und verschneite Silvesternacht. Die Menschen gingen vorbei in ihren warmen Mänteln, Handschuhen und Schals und beeilten sich, um ihre Ziele zu erreichen. Manche waren spät dran auf dem Weg nach Hause und andere machten sich auf zu diversen Silvesterfeiern. Kinder liefen auf den Straßen umher und machten Schneeballschlachten. Natürlich hatten sie am meisten Spaß am Schnee. Sie spielten und lachten voller Freude. Aber auf der Straße war noch ein Mädchen, das anders war als die spielenden Kinder. Das kleine Mädchen stand mitten auf der Straße und sah den anderen Kindern beim Spielen zu. Sie hatte keine Mütze, die sie vor der Kälte schützte, so wie die anderen. Ihre Kleidung war dünn und zerfetzt. Und die Schuhe an ihren Füßen passten ihr nicht. Sie waren zu groß. Sie hielt eine Schachtel in der Hand. Zitternd vor Kälte bemerkte das Mädchen gar nicht, wie ein Auto auf sie zufuhr. Du, kleines Mädchen, stell dich auf den Bürgersteig. Du wirst noch überfahren. Das kleine Mädchen sprang auf den Bürgersteig. Aber in der Eile verlor sie ihre zu großen Schuhe. Als sie auf den Bürgersteig ankam, drehte sie sich um und sah, wie ein Junge mit ihren Schuhen davonlief. Meine Schuhe! Rief sie und lief dem Jungen nach, aber er war zu schnell. Hey! Da sie keine Wahl hatte, als barfuß weiterzugehen, suchte sie Unterschlupf an einer Mauer. Sie öffnete ihre Schachtel und legte sie auf den Boden. Sie sah die Schachtel voll Streichhölzern an. Ihre Augen tränten von der Kälte. Sie war das kleine Streichholzmädchen, aber sie hatte den ganzen Tag keine einzige Schachtel Streichhölzer verkauft. Wenn sie ein paar verkaufen und etwas Geld verdienen würde, könnte sie nach Hause gehen und zumindest einen Teller warme Suppe mit ihrer Mutter essen. Also begann sie mit schwacher und vor Kälte und Trauer zitternder Stimme zu rufen. Streichhölzer! Streichhölzer! Will irgendwer Streichhölzer? Streichhölzer! Niemand auf der Straße beachtete sie, also setzte sie sich neben der Mauer auf den Boden. Ihre Finger schmerzten vor Kälte. Sie hielt es nicht mehr aus, sie musste sich aufwärmen. Sie öffnete die Schachtel und nahm ein Streichholz heraus. Ihre Finger waren fast taub und sie konnte das Streichholz kaum halten. Mit zitternden Händen entzündete sie das Streichholz an der Mauer und sofort war sie von warmem, orangenem Licht umgeben. Das arme Mädchen wechselte das Streichholz von einer Hand in die andere, um ihre Finger aufzuwärmen. Langsam waren ihre Hände nicht mehr ganz so kalt. Sie stellte sich vor, dass sie an einem warmen Ofen saß. Sie blickte in das Feuer und begann zu träumen. Sie saß vor dem warmen Ofen in einem wunderschönen Zimmer. Sie trug einen Wollpullover, Fellstiefel und eine Wollmütze. Es war so warm, dass sie zu schwitzen begann. Aber dann ging das Streichholz aus. Mit dem Streichholz erlosch auch der wunderbare Traum. Ihre kleinen Finger begannen wieder zu frieren und zu schmerzen. Also zündete sie ein weiteres Streichholz an. In diesem Moment blies ein kalter Wind. Das kleine Mädchen wandte sich der Mauer zu, um das Streichholz vor dem Wind zu schützen, und sie schirmte die Flamme mit ihren Händen ab. Während sie die Flamme ansah, verschwand plötzlich die Mauer und öffnete sich. Dahinter war ein großes Zimmer. Auf einem Tisch mit weißem Tischtuch waren alle möglichen Speisen angerichtet. Und die silbernen Kerzenleuchter auf dem Tisch erhellten den Raum wie Tageslicht. Sie sah die Tafel an und entdeckte ein großes Stück Fleisch in der Mitte des Tisches. Sofort nahm sie sich ein Stück von dem Fleisch und aß es. Jetzt hatte sie keinen Hunger mehr. Das kleine Mädchen wollte ein weiteres Stück von dem Fleisch essen. Sie griff danach, aber das Streichholz in ihrer Hand war erneut heruntergebrannt. Das arme Mädchen verbrannte sich daran und warf es in den Schnee. Au, au!
Sobald sie das Streichholz wegwarf, verschwanden das Zimmer, der Tisch und all das Essen und die Mauer erschien wieder. Das kleine Streichholzmädchen zündete ein drittes Streichholz an. Diesmal hatte sie einen noch tolleren Traum. Sie saß unter einem Baum in einer Sommernacht und sah die Sterne an. Es war immer noch warm, obwohl es mitten in der Nacht war. Das kleine Mädchen konnte ihre Augen nicht von den Sternen abwenden. Sie hatte den Himmel und die Sterne noch nie so funkeln sehen. Dann plötzlich sah sie eine Sternschnuppe. Sie dachte bei sich, da fliegt wieder einer von uns in die Ewigkeit. Dies waren die Worte ihrer Großmutter gewesen. In diesem Moment erschien ihr ihre Großmutter. Wann immer du eine Sternschnuppe siehst, weißt du, dass jemand ihren Platz einnehmen wird. Ihre Großmutter blieb noch für einen kurzen Moment und verschwand wieder. Das kleine Mädchen rief ihr nach. Großmutter, bleib bei mir! Bitte geh nicht! Du fehlst mir so! Um ihre Großmutter noch einmal zu sehen, zündete sie ein weiteres Streichholz an. Sie vergaß, dass sie halb erfroren auf der Straße saß und begann erneut zu träumen. Jedes Mal, wenn sie ein Streichholz anzündete, dachte sie, ihre Großmutter zu sehen und ihre Stimme zu hören. Sie zündete ein weiteres Streichholz an und um sie herum wurde alles hell. Sie hatte ihre Großmutter noch nie so schön gesehen. Ihr liebevolles Gesicht ließ sie die Kälte und die harten Tage, die sie erlebt hatte, vergessen. Sie wollte, dass der Moment nie vorbeiging, also zündete sie hastig ihr letztes Streichholz an. Ihre Großmutter erschien wieder. Sie streckte ihr die Hand entgegen und nahm die Hand des kleinen Streichholzmädchens. Zusammen flogen sie dem Himmel entgegen. Das kleine Mädchen fühlte sich erleichtert. Ihr war nicht mehr kalt und sie hatte keinen Hunger mehr. In diesem Moment flog eine Sternschnuppe vorbei. Am Morgen sahen die Menschen, die in der Straße vorbeiliefen, das kleine Streichholzmädchen auf dem Boden an der Mauer liegen. Ihre Augen waren geschlossen, aber sie hatte ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen. Um sie herum lagen lauter verbrannte Streichhölzer, die mit ihren Flammen ihre Träume zum Leben erweckt hatten. Träume, von denen sonst niemand träumen würde. Twinkle, twinkle.